herzlich willkommen zu einer neuen Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier. Meets Reality von der Grünfelder Land. Wasser kam gestern in die Zellulosefabrik. Der neue Mitarbeiter in der Gemeinde, der ist wohl ziemlich zackig. Das gefällt mir. Ich muss vielleicht mal im Gemeinderat reden, ob wir der eine Festanstellung kriegt. Albert ist da hinten gerade am Bäumchen noch fällen. Ich muss die Säge erstmal hier aktivieren, die will nicht so richtig anspringen. Okay. Jetzt. Ja, also schneller bin ich. Kraxel mal hoch. Dann müssen wir das anders machen, müssen wir einen auf Künstler machen hier. Jo, aber fall nicht runter, ich habe keine Versicherung für dich. Ich werde das nicht. Gucken, ob ich hinkriege. Nicht ziehe ich ihn runter. Ich komme mal wieder runter. Zieh ihn mal runter, das glaube ich besser. Ja, Achtung. Muss ich nächstes Mal noch ein bisschen um die Ecke rumgucken. Der kommt schon. Der rollt. Ja, aber zu viel dürfen wir hier nicht fällen. Da musst du wohl richtig zupacken, ne? Da fällt nicht von alleine. Ne? Kriegst du nur so nicht. Irgendwie. So, jetzt. Jo, da ist er. Ich rufe mal gerade den Jürgen an. Jo! Jo, Jürgen! Jo, was los? Wetter will ja nicht, ne? Ne. Ich bring dir den Fast Track, sobald es aufgehört hat zu regnen. Oder ich komme dann zum Feld damit. Jo, genau. Gut, wenn das passt, passt's. Jo! Bis dann. Ciao! Ciao! So, Jürgen weiß Bescheid. Hier hinten kann ich nicht mal absägen. Jo, Steffi. Warte mal. Da komme ich nicht mal ran. Ah, guck mal, da kam noch was. Ah, jetzt muss ich gehen. Kannst auch gleich an der Stelle mal durchtrennen. Da, wo du stehst. Nein, nee, so weit hinten nicht. Ich mach dasselbe. Gut. Ja. Ach, hier. Alles klar. Achtung. Ladung schert aus. Bin mal gespannt, wann der Händler hier ankommt. Ups. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich kann ihn mal anrufen. Ja, er ist im Gespräch. Brauchen unbedingt den Häcksler. Sonst steht unsere Produktion still. Zum einen die Holzkohle, zum anderen die Kartonproduktion. Warte noch. Also erst den hier. Das hast du ja immer noch nicht abgeholzt. Ich dachte, da wärst du fertig. Nee, der Baum hinten geht nicht. Ja. Macht die Säge wohl nicht mit oder was? Ich zieh ihn dir nochmal rüber, warte. So, jetzt. Ich bekomme ein Stückchen. Irgendwie will er nicht, aber. Warte, ich versuch mal.
Ah. Ja, du. Du musst immer ein bisschen rumspielen, kennst du doch, oder? Spezialsäge rausholen. Jetzt. Aber immer gucken, dass es nicht in hinten bei der in die falschen Richtungen fliegt, sonst geht die Säge wirklich kaputt. Kein Spaß. Ja, so passt. Hat dir gut gefallen. Aber ich denke, das reicht dann erstmal. Können wir gleich noch den Joskin-Anhänger holen. Den einmal voll machen, dann zum Säge zur Kartonproduktion bringen. Ach mal, was ist denn das für eine olle Säge hier? Muss man meine nehmen. Die geht ab wie die Schnitzkatze. Die Chefsäge ist da in der Nähe, ne? Die kann an den leiden. Und das donnerte. Oh, sag mal, da wurde ich. Komm mal noch ein bisschen zurück. Ja, stopp. Da nochmal durchsägen. Ja, hält mal hoch. Hier, ne? Dann willst du nicht bücken oder was? Oder? Oh, da passt. Oh. Ja, ich säge erstmal durch und dann. So, dann kann ich den schon wegfahren. So, ne? Jo. Danke. Okay. Mehr Bäume nicht, ne? Nee, lass mal. Gut. Müssen wir vielleicht dann schon noch mal überlegen, ob wir irgendwie. Wo wir noch ein paar Aufträge herkriegen, um Hackschnitzel zu machen. Dann lohnt sich ja so ein Dinger, ne? So ein Häcksler. Ja. Ich habe jetzt einen gemietet. Wird er gebracht oder holen? Der wird gebracht, falls er irgendwann hier auftaucht. Ach, hoffe ich doch. Der Händler ist halt nicht der Schnellste. Ganz sicher. Hallo, hier ist der Herr Lukas Müller und Händler. Ja. Hallo. Ja. Ihr Gerätschaft ist auf dem Weg, hat sich leider wegen betriebsbedingten Schwierigkeiten etwas verzögert. Ah, das wollte ich wissen. Gut, dann bis gleich. Jo. Tschüss. Gut, dann machen wir das fertig hier. Albert? Ja? Der kommt gleich, wo bist du denn? Ich bin hier gerade bei der Holzkohle. Ah ja. Holt er die Holzkohle oder bringt er was? Der bringt, Das Ding, ne? Der bringt, diesen Hacker und dann holt er die Holzkohle auch gleichzeitig. So. Soll ich ihn gleich hier raufladen, ne? Wurde die Holzkohle schon bezahlt? Nee. Heute kam noch kein Geld rein. Aufladen oder erst warten, bis es bezahlt ist? Nee, ich rufe den gleich nochmal an. 5 Stück heißt 8000 Euro plus Steuer. Acht mal 1,1. Beziehungsweise unser Gewinn halt. 8.800. Dann rufe ich den nochmal an und sag dem Bescheid. Ja, was sagst du? Ha? Das ist noch gar nicht unterwegs, was? Doch. Der Händler ist anscheinend unterwegs. Aber dann kann die Gemeinde uns ja schon mal bezahlen, oder nicht? Da hätte ich alles dagegen. Ha? Hätte ich nichts dagegen. Das Geld kann man immer gebrauchen, ne? So eben. Wir müssen auch ernten, ey. Das nervt mich ein bisschen. Ja, der Regen, ne? Es ist lästig. Aber
Ich denke mal, das wird bald. Aber so bald soweit sein. Aber knapp, boah, das geht glaube ich nur mit so einem komischen Maisgewürz, ne, wenn mich nicht alles Jo, täusche. ist richtig. Ja, kannst du da mit dem Herrn Neumann mal telefonobeln, dass er das Ding runterbringt? Ich habe gerade noch, haben wir den Drescher geliehen? Ja, warte mal, gut, wir stehen ein bisschen im Trockenen. Das ist gerade noch geliehen, weil ich wollte eigentlich mit dem Racex Feld 131 ernten. Oder bei den Händlern anfragen, vielleicht hat er irgendwo so ein Ding rumstehen, das muss ja kein so großer sein. Ne? Wenn er so 8000 Liter hat oder sowas, das reicht ja auch aus erstmal. Ein Drescher meinst du? Ja, mit Maisgewürz, so teuer kann es ja nicht sein. Ne? Nee, aber wir haben ja kein Geld. Ja, der kommt ja jetzt gleich vorbei, dann können wir mal fragen, ob der irgendwo einen gebrauchten Drescher im Angebot hat. Ja, wenn er einen guten Preis macht, dann kann man den ja vielleicht, aber nur vielleicht. Eventuell vielleicht auch mal mit der Holzkohle entgegenkommen, ne? Wenn er was sowas machen würde oder was hat da, ne? Ja, aber der Händler hat ja nichts mit der Holzkohle zu tun. So. Ja. Bin nur am Überlegen, wegen Kredit und so. Wir haben ja immer noch einiges offen. Noch 100.000, 110.000 circa. Es nicht regnen würde, ne? Hm. Und das Feld reif wäre. Ja, dann wäre es ein bisschen besser. Was macht denn der Preis gerade? Tabak. Oh, der ist aber abgestürzt hier. 700 Euro nur. Bus. Warum geht das Zeug erstmal wo unten rein, ne? Raps ist auch nicht viel teurer. Alles so wenig, ne? Der Mais sogar noch höher als das andere. Das Getreide. Da haue ich erstmal hier, wenn es soweit ist. In Ey, der. machst du das Tor zu, dass er das nicht so zieht oder was? Da haue ich erstmal alles hier irgendwo in Schuppen oder ins Speicher rein. Ja, wir brauchen halt das Geld, das ist doof. Ja, aber für den Schrottpreis brauchen wir es ja auch nicht hier zu verkloppen. Ne? Mohn ist gut. 400 Euro oder was das waren hier. Für was? Tabak steht bei 700. Ja, kommt drauf an, wie viel da rauskommt, ob sich's lohnt. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Geld wir kriegen würden für einen Jürgen, die den Raps ernten. Ich gehe mal kurz den Joskin-Anhänger holen. Wo das steht, weißt du ja, ne? Irgendwo zu Hause. So. Auf dem Hof rauf kommt rechts. Ey. Kommt ja jetzt gleich. Dann ist nämlich alles schon an guter Stelle. Irgendwie habe ich heute einen Scheißwendekreis. Einfach mal ein bisschen den Trecker von Jürgen. Gleich rechts hat er gesagt. Oder? War es rechts? Ah ja. Was liegt denn da Grünes rum? Ah, die Biobells haben wir auch noch. Das wäre auch was, wir könnten
theoretisch den Mond, den wir noch haben. Zum Lidl fahren. Ich glaube, das mache ich kurz. Fahren wir kurz den Mond weg. Ist zwar nicht viel, aber der Preis ist eben super gerade. Kommen wir zum Lidl, liefern den Mohn ab, freuen uns über ein paar tausend. Was sind das hier? Ah, 5000 Euro. Besser wie nichts. Den Hackerball vorbeibringt, ey. Können halt während dem Regen können wir gerade wirklich nichts machen. Das ist so lästig. Inzwischen wurde übrigens der eine Feldweg fertiggestellt, den nutzen wir gleich. In der Folge morgen. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Und ja, wie gesagt, bis morgen. Tschüss.